Moin, sind ihr Füchse und Füchsinnen da draußen? Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Hogwarts Legacy. Im letzten Part haben wir zum einen das Akku-Duell hier gewonnen und zum anderen dem Unterricht bei Zaubertränken beigewohnt oder dem Unterricht für Zaubertränke in Zaubertränken. Auf jeden Fall bei Zaubertränken waren wir. Das hat Spaß gemacht und nun schauen wir uns einmal kurz weiter in Hogwarts um nach weiteren Nebenaufgaben. Hier ist nämlich noch eine. In der großen Halle haben wir hier noch Dissendium für Süßes. Sprich mit Garrett Weasley. Mr. Weasley hat ein paar interessante Ideen. Ich würde sogar sagen, wir gehen wieder zu Fuß. Einfach nur, um hier durch die Gänge zu stromern, weil es einfach so viel Spaß macht. Vielleicht entdecken wir auch noch irgendetwas Schönes. Hier Hogwarts mit diesen geflügelten Schweinen davor. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. So, nebenbei können wir nämlich ja mal nach Augen, Truhen oder sonstigen Gedönse nochmal gucken. Rebellion. Okay. Ich habe meine Mutter Eulen geschickt. Mir hat noch keiner eine Eule geschickt. Okay, stimmt nicht, meine Kollegen haben mir Eulen geschickt, aber trotzdem. Okay. Prügelt ihr euch oder was? Was ist da los? Warte mal, machen die Sachen, wenn man nicht hinguckt? Kann man hier noch was tun? Nein. Pass auf, wir machen mal Folgendes. Ich bin jetzt neugierig. Nee, warte. So. So. Ich könnte all meine Galeone. Machen die Sachen, wenn man sie nicht sieht? Machen die dann andere Sachen? Nö. War nur so ein Versuch. Du brauchst nicht mehr schleichen, du kannst aufhören damit. Moin! War gar nicht verdächtig, oder? Achso, da war ja nur diese Kiste dahinter. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Meine Familie liegt. Ach, es ist ein schönes Game. Dann mal los. Ich staune halt echt immer wieder. Da hängt einer rum. Ah, hier müssen wir doch bestimmt. Ne. Muss ich das vielleicht irgendwie erstmal anzünden? Incendio. Guter Start. Incendio, Incendio, sind hier noch mehr? Da ist auch noch eins. Jetzt schon mal alle angezündet, das ist schon mal ein guter Start. Und hier sehen wir doch schon, eins muss dieses komische Dreieck sein. Kann man das denn irgendwie drehen? Ah, okay, pass auf, warte, das Dreieck ist die 1. Dann haben wir... Warte, hier ist nochmal so ein Dreieck, ist das das gleiche? Nee. Okay, pass auf, warte, nochmal zurück. Also... Dieses lustige, gekreiselte Ding ist die 2. Hier haben wir das mit den Vierecken, das ist die 4. Dann haben wir das mit dem lustigen Kreisel, das ist die 3 und das andere ist die 1. Also das mit dem lustigen Kreisel ist die 3 und das andere ist die 1. Lustiger Kreisel, 3. Oh. Was hat das? Es interessiert doch keine Sau, was ich hier gemacht habe. Löse die Geheimnisse von Hogwarts. Was hat das jetzt gebracht? Hogwarts hat mich und meine Geschwister immer. Oh, da können wir einfach rein. Da ist einfach einer drüber gelaufen, aber nicht reingefallen. Das ist ein magisches Loch. Da fällt man nicht einfach so rein. Okay, holy moly, wie cool ist das denn? Okay, das ist schon ein bisschen nice, ja? Ist schon ein bisschen arg nice, oder?
Geheimnisse von Hogwarts. Hallo Ratte. Wow. Okay. Alles cool. Das sieht dick und gut aus. Oh Mann, meine Ausrüstungsplätze sind voll. Shit. Kann ich irgendwas zerstören? Ich muss mal irgendwas zerstören. Ich muss zerstören. Doch es darf nicht mir gehören. Nein. Zerstören wir das. Ist es dann einfach kaputt gemacht? Ja, ich bekomme noch nicht mal Kohle. Aber hier unten ist bestimmt was Wertvolles drin. Das will ich jetzt bitte öffnen. Oder habe ich das jetzt einfach nicht bekommen? Oh, ich habe es einfach nicht bekommen. Wo ist das denn jetzt hin? Ich habe keine Ahnung, was jetzt geschehen ist. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht bekommen. Kann das sein? Wir müssen unbedingt verkaufen gehen. Gut, konnte ja keiner ahnen. Wir gehen gleich erstmal verkaufen, okay? Warte, ich teleportiere mich mal gleich kurz nach Hogsmeade. Nur um dort schnell zu verkaufen. Das ist am einfachsten, weil hier in Hogwarts selber gibt es halt irgendwie kein Laden. Gehen wir nach Hogsmeade. Gibt es hier denn Nebenquests? Nee, ne? Nope. Hier ist immer Action und Spaß und Freude. Da würde ich sagen, gehen wir doch am einfachsten, am schnellsten da hinten zu unserem Kräuterkundemeister. Können wir auf jeden Fall easy mal eben schnell verkaufen. Und dann geht's zurück ins Schloss. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ja, Hogsmeade ist immer ein Ort der Freude. Gehen wir zu dem Typ mit seinem Wagen. Moin, hallo. Oh, da regt sich einer auf. Sorry, wollte nicht nerven. Moin. Ah, Sie sind's. Welch schöne Überraschung. Freue mich auch hier zu sein. Ah, warte, bevor wir reden. Warte. Meine Regale wären leer. Ja, das kann er tun, aber ist ja dann sein Bier, ob er das macht oder nicht. Handschuhe, wie sieht's denn aus? Nichts Besseres. Augen. Die machen 36, keine Eigenschaften angewandt. Die sind besser, zumindest was Verteidigungswert angeht. Ja, gib ihm. Müssen wir nur eben anpassen, dass wir hier keine Brille haben. Danke. Hut? Schlappen Hut. Ist nicht besser. Halsgedönse. Oh, den können wir jetzt tragen. 44. Der ist von der Optik her auch ganz passend. Können wir sogar so lassen. Mantel. Auch besser. Können wir sogar von der Optik her auch erstmal so lassen. Sieht doch ganz witzig aus. Nehmen wir. Mit meinen kleinen Rüschen da und so. Why not? Und hier hätten wir nichts Besseres. Okay. Dann können wir ja das erstmal verhökern. Brauchen unbedingt mehr Ausrüstungsplatz. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Dingen. Doing. Sie haben einen guten Blick für Doing. Geschäftliches. La. Eben mal alles verkaufen. Muss mal unbedingt möglichst zeitnah nach einem Mod gucken. Unendlich großes Inventar. Meine Regale wären leer. Wobei man ja sagen muss, es gibt durchaus ja nachher Vergrößerungen für das Inventar. Weltkarte. Wenn wir jetzt von Hogsmeade zurücklaufen, was ist das? Prüfung Merlins, okay. Viel ist da aber nicht. Das heißt, dann können wir doch mal direkt... Nein, ich wollte mir die Hogwarts-Karte bitte anschauen. Nicht Hogsmeade. Karte von Hogwarts. Danke. Da wollen wir hier hin. Und dann schnell reisen wir einfach mal dahin. Und machen uns von dort aus auf zur nächsten Quest. Ich habe das Gefühl, wir müssen Süßigkeiten klauen. Ja. So ein kleines Schleckermäulchen. Könnte das sein? Ein paar Schleckermäulchen, die ein bisschen Bock auf Süßes haben. So stellte sich das hier gerade dar. Gehen wir doch mal schauen.
Besen sind sowas von gestern, dann reiß ich doch viel lieber über das Flohnetzwerk. Was bist du denn für eine? Okay, da ist die Tür nicht aufgegangen. Aber es macht nichts. Das ist eine magische Schule. Da kann man nochmal durch die Tür durchgehen, Leute. Das ist ganz normal. Oh. Schlüssel. Oh, warte. Wo ist der Schlüssel jetzt hingegangen? Muss ja irgendwo hier unten hingegangen sein. Entweder da ist er doch schon. Ja, ich passe hier auf, Bruder. Hallo und hauen. Zack. Nächstes Wappen. Wir sind da schon gut da unterwegs, ne? Will nichts sagen, aber die Hausmarken werden eingesammelt. Okay. Nö. So, ich bin's, Gareth. Hast du kurz Zeit? Ja, sicher, Gareth. Wir sind doch seit neuestem jetzt dicke Kumpels. Was ist denn los? Du hast mich gerufen, Gareth? Ja. Nachdem du mir schon mit der Fupa-Feder geholfen hast, kommst du mir jetzt gerade recht. Ich habe eine Idee für ein Getränk auf Basis von zischenden Whispies, aber eine wichtige Zutat fehlt. Okay. Du und deine Brauerei, du? Du und deine Elixiere. Wie kommst du bloß auf das alles? Es ist wirklich eine Gabe. Die Hauptzutat für zischende Whispies sind vermutlich getrocknete Billywick-Stacheln. Davon sollte es einen Vorrat im Keller vom Honigtopf geben. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber meine misstrauische Tante Mathilda meint, ich soll mich auf den Zaubertränkeunterricht konzentrieren, nicht auf meine eigenen Gebräue. Ich hatte gehofft, du könntest einen Geheimgang zum Honigtopfkeller folgen und getrocknete Billywick-Stacheln holen. Das klingt irgendwie falsch. Ein Geheimgang? Das ist genau mein Ding! Ich bin Fuchsmann. Wenn ich mich durch irgendwelche Löcher durchdrängen kann, bin ich dabei. Natürlich. Man weiß nie, wann man einen guten Fluchtweg aus dem Schloss braucht. Toll, danke. Aber du solltest wissen, dass es nicht gerade schnell geht. Er ist vor allem geheim. Der Gang ist hinter der Statue einer einäugigen Hexe im Flur im dritten Stock. Tippe sie mit deinem Zauberstab an und sage Descendium. Kann das nicht jemand kaufen? Ist das nicht Diebstahl? Willst du, dass ich etwas aus einem Laden für dich stehle? Meine Güte, ich verlange ja nicht, dass du Gringotts ausraubst. Der Honigtopf hat ja mehr als genug davon. Die braucht man für Süßigkeiten. Die vermisst doch niemand. Kann man das nicht einfach irgendwie kaufen? Also, gut, ich war ein bisschen Weedly, ne? Ich habe ja gelernt. Kann nicht jemand die Billywick-Stacheln für dich kaufen? Die kann man nicht kaufen und der Keller kann jederzeit verschlossen werden. Der beste Weg hinein und hinaus ist also der Geheimgang. Na gut, ich hab halt Bock drauf, ich werd's machen. Mal sehen, was ich tun kann, Gareth. Na gut, du darfst als Erste mein neuestes Gebräu probieren, wenn du mir hilfst. Vielleicht kann Amit mir bei den Hausaufgaben für Zaubertränke helfen, damit meine Tante die Zügel lockert. Okay, ich werd's dann mal machen, ne? So. Descendium. Ich muss diese getrockneten Billywick-Stacheln holen, damit Gareth sein Gebräu fertigstellen kann. Geht los. Eine einäugige Hexenstatue dürfte leicht zu finden sein. Ja, wir haben die ja auch schon gefunden. Wir waren ja schon da. Und meine Frage, ob wir da rein dürfen, ist damit auch schon geklärt. Warte mal, wo war die denn? Die war doch gar nicht so weit weg. Das war hier. Revelio. Ich höre es schon wieder dödeln. Dann war das doch einfach hier in der Ecke. Da ist sie doch. Das scheint die richtige Statue zu sein. Was war das Passwort? Descendium. Descendium. Na, nun bin ich aber gespannt, ne? Oh, wer hätte all das hier unten erwartet? Revelio. Gut, let's go. Oh, hier gehen die Fackeln auf uns an. Magisch. Oh. Ein Aufzug. So geht's wohl runter. Sieht aber kaputt aus. Ich habe da eine Idee. Reparo. Cool oder cool? Ja, ja. Es ist halt einfach cool. Zack. Aufzug ist... Das scheint gewirkt zu haben. Repariert. Ich bekomme instant so ein bisschen, ein bisschen bekomme ich, wie heißt es, Elden Ring Vibes? Also so ein bisschen, oder? Kann man eigentlich auch die Sachen durchrollen? Nee. Aber hier ist dieser Hebel, der den Aufzug wieder nach oben fährt. Also gewisse Elden Ring Vibes kommen mir da schon gerade. Dann fahren wir mal hinab.
in unserem coolen Outfit hier. Wir sind schon krass drauf. Die Elden Lord! Mal sehen, was für Gefahren. Dieses Schloss überrascht mich immer wieder. Nicht nur dich. Kleine Ratten auf Speed oder sowas, die sind richtig im Ausrasten. Spinnenweben, ihr wisst Bescheid. Incendio. Nur ein kleiner Seitengang, das war so klar. Was mag das sein? Ich sitze in der Falle. Wie komme ich hier raus? So. Probier so. Ach hier. Das muss wieder runter. Ach so. So. Und dann. So. Ich sitze in der Falle. Wir können einmal hier lang gehen. Wir können aber auch erstmal hier gucken. Ich muss irgendwie daran vorbei. Kannst du nicht, Levioso. Und dann können wir doch so machen. Oh. Okay, das war, glaube ich, nicht vorgesehen. Und nun? Bin ich jetzt ein bisschen im Arsch? Ja. Oh. Na gut, dann sind wir mal... was ist denn da hinten los? Ja, das lohnt sich, wenn man auch mal sich ein bisschen abseits der Wege umschaut, nicht wahr? Auch abseits der Wege lässt sich einiges entdecken. Pilze. Klamotten. Hey. Paar dicke Frösche sind auch am Start. Niemand hat gesagt, dass es so schwierig wird, hier durch diesen Geheimgang zu gehen. Also ich muss sagen, der Geheimgang ist schon... Der erfordert auch ein bisschen körperliche Fitness, um da durchzukommen. Das muss man mal ganz klar sagen. Kommst du nicht so einfach durch diesen Geheimgang. Da musst du auch körperlich schon wirklich top-notch trainiert sein. So, und... balla! Das müssen wir, glaube ich, erstmal reparieren. Reparo. Und danach können wir es hinlaufen. Dankeschön. Und dann können wir mit ein bisschen Anlauf hoppala darüber springen. Guck mal, ist doch alles easy. So, hier nochmal ein bisschen Feuer machen. Oh, guck mal, da ist auch wieder was versteckt. Incendio. Sorry, Spinnen. Ich wollte hier nicht euer ganzen... Noch einmal, dann schaffe ich es rüber. Ganz Netze zerstören. Reparo! Levioso! Irgendetwas steht der Plattform im Weg. Accio! Jetzt aber. Levioso! Aha! Aha, geschafft. Aha! Oh, vorsichtig! Eieieiei. Okay. Dann gehen wir mal munter weiter. Wir mussten noch nicht kämpfen. Jetzt also irgendwelche Spinnen oder sowas. Irgendwas musst du hier noch rumkräuchen und fleuchen. Hier muss es rausgehen. Ja, warte, bevor wir direkt raus. Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. Ich hab da so eine Idee. Incendio. Ich würde sagen, das Tor ist geöffnet worden. Riecht süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Alles klar, aber
Das, meine Lieben, finden wir erst im nächsten Part raus. Denn wir machen hier erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.